Wir suchen die allgemeine Funktion y von x, die diese Differentialgleichung erfüllt. Diese Differentialgleichung ist linear, mit konstanten Koeffizienten und nicht homogen. Wir werden sie lösen durch das Verfahren der Variation der Konstanten. Verfahren, das ich jetzt im Detail erkläre. Die allgemeine Lösung einer linearen, nicht homogenen Differentialgleichung mit konstanten Koeffizienten schreibt sich als Summe der allgemeinen Lösung der entsprechenden homogenen Differentialgleichung und einer partikulären Lösung der nicht homogenen Differentialgleichung. Die allgemeine Lösung der homogenen Differentialgleichung schreibt sich als Summe von solchen Produkten, Produkten von Polynomen in x und Exponentialausdrücken mit Basis e. Diese Zahlen ak, das sind die Nullstellen der charakteristischen Gleichung, und diese Zahlen mk sind ihre jeweiligen Vielfältigkeiten. Um eine partikuläre Lösung der nicht-homogenen Differentialgleichung zu finden, schreibt man die allgemeine Lösung der homogenen Differentialgleichung in dieser Form. So entstehen also diese q-konstanten Zahlen ck und diese q-Funktionen uk von x. Dann bildet man dieses Gleichungssystem. Die erste Gleichung besteht aus der Summe für k von 1 bis q dieser Konstanten ck mal dieser Funktionen uk von x gleich 0. Die zweite Gleichung, Summe für k von 1 bis q der Konstanten ck mal die erste Ableitung dieser Funktionen uk von x gleich 0. Dritte Gleichung, Summe für k von 1 bis q der ck mal zweite Ableitung dieser Funktionen uk von x gleich 0 und immer so weiter bis zur vorletzten Gleichung, das ist die Summe für k von 1 bis q der Konstanten ck mal die q minus zweite Ableitung dieser Funktionen uk von x gleich 0 und dann noch diese letzte Gleichung, sie besteht aus der Summe für k von 1 bis q der ck mal die q minus 1 der Ableitung der Funktionen uk von x gleich, aber hier nicht gleich 0, sondern gleich zu diesem Bruch. Der Zähler f von x stammt aus der Angabe und diese Konstante klein cn stammt ebenfalls aus der Angabe. Dann löst man dieses Gleichungssystem und findet als Lösungen diese Konstanten ck, aber als Funktionen von x. Und somit werden diese Konstanten von c1 bis cq zu Funktionen von x. Deshalb nennt man dieses Verfahren die Variation der Konstanten. Mit diesen gefundenen Lösungen bildet man dann eine partikuläre Lösung der nicht-homogenen Differentialgleichung als folgende Summe. Es ist die Summe für k von 1 bis q der Stammfunktion von ck von x dx mal diese Funktionen uk von x. Und so hat man dann eine partikuläre Lösung der nicht-homogenen Differentialgleichung bestimmen können. Fassen wir dieses Verfahren zusammen. Die allgemeine Lösung solch einer Differentialgleichung schreibt sich als Summe der allgemeinen Lösung der entsprechenden homogenen Differentialgleichung und einer partikulären Lösung der nicht-homogenen Differentialgleichung. Die allgemeine Lösung der homogenen Differentialgleichung schreibt sich so: Summe von Produkten von Polynomen in x und Exponentialausdrücken in x, wo diese Zahlen ak die Nullstellen der charakteristischen Gleichung sind
und mk ihre jeweiligen Vielfältigkeiten. Diese allgemeine Lösung schreibt man in dieser Form, so entstehen hier diese Konstanten ck und hier diese Funktionen uk von x. Anhand dieser Konstanten ck und dieser Funktionen uk von x bildet man dieses Gleichungssystem und löst dieses Gleichungssystem nach den Zahlen ck auf, die dann zu Funktionen ck von x werden. Anhand dieser Funktionen ck von x und dieser Funktionen uk von x schreibt man dann zum Schluss eine partikuläre Lösung der nicht-homogenen Differentialgleichung als Summe von solchen Produkten. Der erste Faktor, das ist die Stammfunktion von ck von x dx. Diese Funktionen ck von x, die man als Lösung von diesem System gefunden hat, mal uk von x. Hier ist nochmal die Zusammenfassung von diesem Verfahren und wir beginnen sofort mit der Bestimmung der allgemeinen Lösung der homogenen Differentialgleichung, also dieser Differentialgleichung. Die charakteristische Gleichung schreibt sich z hoch 2 plus omega hoch 2 gleich 0, also so. Dieses Binom können wir in der Menge c faktorisieren und somit können wir die charakteristische Gleichung in dieser Form schreiben. So erkennen wir sofort, dass minus i omega 0 Stelle mit Vielfältigkeit 1 ist und dass i omega 0 Stelle mit Vielfältigkeit ebenfalls 1 ist. Und somit wissen wir, dass yh von x sich in dieser Form schreibt. Wir schreiben e hoch die erste Nullstelle minus i Omega mal x mal ein Polynom 1 minus 1. Grades, also ein Polynom 0. Grades, das heißt eine Konstante, die wir c1 nennen, plus e hoch die zweite Nullstelle i Omega mal x mal ein Polynom ersten minus ersten Grades, also ein Polynom nullten Grades, das heißt eine zweite Konstante, die wir c2 nennen. Wir haben die allgemeine Lösung der homogenen Gleichung schon gefunden. Aber die Wissenschaftler schreiben diese Lösung gerne in eine andere Form, denn e hoch i Omega x, das ist dasselbe wie Cosinus von Omega x plus i mal Sinus von Omega x, und e hoch minus i Omega x, das ist dasselbe wie Cosinus von minus Omega x plus i mal Sinus von minus Omega x. Im trigonometrischen Kreis sehen wir sofort, dass der Cosinus von minus einem Winkel dasselbe ist wie der Cosinus von dem Winkel und dass der Sinus von minus einem Winkel dasselbe ist wie minus Sinus dieses Winkels. Also erhalten wir diese Summe. Jetzt werden wir c1 auf die erste Klammer verteilen, c2 auf die zweite Klammer verteilen und dann werden wir Cosinus von Omega x ausklammern und Sinus von Omega x ebenfalls. So erhalten wir dieses yh von x. Wir erkennen, yh von x ist eine beliebige Konstante mal Cosinus von Omega x plus eine beliebige Konstante mal Sinus von Omega x. Also schreibt yh von x sich in dieser Form. Wir halten diese Antwort fest, aber am Ende gibt es keinen Grund mehr, diese Konstanten mit einem Sternchen zu versehen. Wir halten also fest, yh von x schreibt sich als solche Summe. Jetzt bestimmen wir durch dieses Verfahren eine partikuläre Lösung der nicht-homogenen Gleichung. Dazu sollen wir zuerst yh von x in dieser Form schreiben. Yh von x steht aber schon in dieser Form. Wir erkennen hier deutlich, u1 von x, das ist Cosinus von Omega x,
Und U2 von x, das ist Sinus von Omega x. Also so. Jetzt bilden wir dieses Gleichungssystem. Da wir aber hier zwei Konstanten haben, enthält dieses System nur zwei Gleichungen. Die erste ist diese da. Wir sehen, wir erhalten sie einfach, indem wir yh von x, das heißt diese Summe, gleich 0 stellen. Dann tun wir das schon mal. Ist gemacht. Jetzt die zweite, also hier die letzte. Wir schreiben c1 mal die 2 minus 1, also mal die erste Ableitung von u1 von x, plus c2 mal die zweite minus erste, also die erste Ableitung von u2 von x. Das heißt also hier, wir schreiben c1, steht da, mal die erste Ableitung von Cosinus Omega x, das heißt minus Omega mal Sinus Omega x, plus c2, steht da, mal die Ableitung von Sinus Omega x, das heißt mal Omega mal Cosinus von Omega x. Gleich, hier haben wir einen Bruch, der Zähler ist das f von x, das aus der Angabe stammt, der Zähler ist also hier dieser Bruch und dann muss das Ganze geteilt werden durch die Vorzahl der Ableitung höchster Ordnung in der Angabe. Die Ableitung höchster Ordnung, das ist die Ente, also wird hier geteilt durch dieses Cn. In unserem Fall ist die höchste Ableitung die zweite. Und die Vorzahl dieser zweiten Ableitung ist 1. Wir lesen hier 1 mal diese zweite Ableitung. Also muss dieser Bruch noch geteilt werden durch 1, was wir nicht schreiben brauchen. Somit haben wir also dieses Gleichungssystem, das wir nach C1 und C2 auflösen sollen. Wir erkennen hier schnell, wenn man die erste Gleichung multipliziert mit Omega mal Sinus Omega x und die zweite Gleichung multipliziert mit Cosinus von Omega x, so erhalten wir in der ersten Gleichung hier diesen Term und in der zweiten Gleichung genau denselben Term, nur eben entgegengesetzt. Also werden wir im Anschluss diese zwei Gleichungen addieren und somit verschwinden diese zwei ersten Termen. Und in der Summe dieser beiden Termen werden wir C2 mal Omega ausklammern können und zwischen Klammern bleibt dann Sinus Quadrat von Omega x plus Cosinus Quadrat von Omega x, das heißt 1 durch die Grundformel der Trigonometrie. Und rechts erhalten wir 0 plus 1, also 1. Somit sehen wir sofort, dass C2 mal Omega 1 sein muss. Also ist C2 1 geteilt durch Omega. Diese erste Gleichung hier ergibt, dass C1 dasselbe ist wie minus C2 sin Omega x geteilt durch Cosinus von Omega x, also so. Und in dieser Gleichung können wir C2 ersetzen durch 1 geteilt durch Omega, was wir gerade gefunden haben. Und Sinus von Omega x geteilt durch Cosinus von Omega x, das ist der Tangens von Omega x. Und somit haben wir das Gleichungssystem gelöst. Wir haben gefunden, dass C1 gleich zu diesem Produkt ist und dass C2 gleich zu diesem Bruch ist. Jetzt setzen wir das Ganze in dieser Formel ein. Wir schreiben also yp von x gleich Stammfunktion von c1 von x dx mal u1 von x plus Stammfunktion von c2 von x dx mal u2 von x, also so. Hier drin können wir jetzt c1 von x ersetzen durch dieses Produkt und c2 von x ersetzen durch diesen Bruch. Dann machen wir das. So, ist gemacht. Jetzt brauchen wir nur noch diese Stammfunktion zu berechnen und diese Stammfunktion zu berechnen. Beginnen wir mit dieser da. Bei dieser Stammfunktion kann minus 1 auf Omega
als multiplikative Konstante aus der Stammfunktion raus und Tangens von Omega x schreiben wir in diese Form. Sinus von Omega x geteilt durch Cosinus von Omega x. Da die Ableitung von Cosinus von Omega x minus Omega mal Sinus von Omega x ist, können wir diese Stammfunktion auch noch so schreiben. Und das Substitutionsverfahren liefert dann sofort als Stammfunktion dieses Produkt. Die zweite Stammfunktion ist etwas einfacher. Stammfunktion von 1 auf Omega dx, das ist 1 auf Omega mal x, also x auf Omega. Also erhalten wir als partikuläre Lösung der nicht homogenen Differentialgleichung diese Summe. Wir halten diese Lösung hier fest und sind jetzt fast am Ende angelangt, denn die allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung ist einfach die Summe von diesem yH von x plus diesem yb von x, also so. Wir haben hier zwei Termen in Cosinus von Omega x. Für diese zwei Terme klammern wir das Cosinus von Omega x aus. Und dann auch noch zwei Termen in Sinus Omega x, in denen wir Sinus Omega x ausklammern. Und somit erhalten wir diese allgemeine Lösung von dieser Differentialgleichung. Das war eine sehr lange Übung und am Ende ist man recht froh, sie geschafft zu haben.